Hands up, then we gonna drop. Hey! Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na, kannst nicht, verpiss dich. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Warum fragt man das eigentlich? Wie dumm muss man sein? Jetzt weißt du, dass ich mit der Absicht kontrollieren werde, du Schneebrunzerin. Danke. Bitte! 10 Seniorenkarten. Ausdruck. 3,20 €. Bekommen Sie natürlich. Einen Einzelfahrschein, bitte. Ja, Gott sei Dank. Danke. Ja, geh weiter. Haben wir's jetzt alle super. Grüezi, Lukas FIFA, Servus, Brawly Legend, grüezi. Bart, weiter da, wir haben einen Stress. Na wirklich, Alter, dass da keiner den Bus auslösen kann. Alter, sobald der Bus im Blinker setzt, bei der Bushaltestelle hat er Vorrang, du Kopf! Magier, servus. Nein, kann ich nicht. Halt die Gosch und bleib sitzen, Alter. Sind wir da im Wunschkonzert oder was? Sind wir bei Ö3? Wünscht dir was? Verdammte Sch! Es interessiert mich nicht, ob du aussteigen willst oder nicht! Der nächste Bushaltestelle ist 10 Kilometer entfernt und dann hast du einen Zuzug! Aber nerv mich nicht! Muss mich halt wieder ganz leicht zumreißen. Manche Leute haben einfach keinen Respekt. Ich glaube wirklich, Alter, die Welt ist ein Wunschkonzert. Ja, Gott sei Dank, Adrian. Bester Busfahrer weltweit, ihr stapelt echt hoch, Leute. Wow, da bin ich ein paar Breikerl mit rausgekommen. So grauslich stinkt aus der Gausch wie Kuh aus dem Arschloch. Normal. Wie soll ich winken, die Depperten offen? Der Hunter, servus! Auch schon lange nicht mehr gesehen, gleich wieder kein. Gut schaust du aus, hast du gespielt? Oberstressen. Du kriegst gleich mein Knie, gell, Kopf, du dummes Loch! Trifft genau das. Hörst auf jetzt! Verdammte leg dein Handy weg! Und geh zu einem Schönheitschirurgen, weil sonst steck ich mein Ladegerät in deinen Osten, du dummes Loch! Jedes Mal das gleiche mit euch Kinder! Du bist ein erwachsener Mann und führst dich auf wie ein 14-Jähriger! Du Offenschädel, du Hauptbrunster! Bist in der Midlife-Crisis? Schau dir deine Haare an! Wir haben dich auf den Kopf geschissen, du Dominus! Wusa! Oh ja, Mella Bella, es blubbert nach wie vor. Hallo. Link? Nein, geradeaus. Ja, fahren wir. Gerne. Was Kontrolle? Ich hab keine Zeit. Nächste U-Bus-Seite vielleicht. Adria, Sven. Super Zocker, hätte gerne einen Timeout für den restlichen Stream, hat er gerade geschrieben. Bitte erfüllt man ihm den Wunsch. Ich würde meine Moderatoren dafür danken. Wie geht's in Teddy? Der schläft. Blubbert schon wieder alles, ich bin sowas von sicher, dass er auf die Nacht wieder rumgehen wird. Servus, Viper! Dankeschön an meine Moderatoren! Fahrt's weiter!
Und wieder rechts. Jetzt werden sie gleich winken. Der sympathischste Choleriker auf Twitch ist auch geil aus. Icke476, danke für deinen Follower. Ich bin überhaupt kein Choleriker, ich bin Steirer, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ella Bella, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und schmeiß die alten Weiber über Bord. Denn wenn sie wieder Vorkarten braucht und du einfach keinen Bock drauf hast, dann tritt ihr ins Gesicht und speibst sie auf. Was will ich woanders? Was mir nicht gefällt, ich sitz gern hinterm Steier, es ist nicht die Welt. Die alten Weiber summen in der Luft, nerven mich mit ihren Verwesungsduft. Alter, geile Scheim, oder? Abend, Jonas und Pauli. So, kontrollieren wir's. Das hat jetzt hoffentlich wer geklippt. Grüezi, Fahrscheine. Ey, Alter, Ken, wo ist die Bade? Du Schönling, warum bist du nicht in der Unterflag da, du Unterwäschemodel? Ha? Schaut sich das maßgeschneiderte Gesicht an. Der Typ ist doch im Reagenzglas gezeugt worden. Na, wenigstens hat er einen Fahrschein. Fahrscheine, gut, Midlife Crisis. Servus, Fahrschein. Fahrscheine. Hallo, Fahrscheine. Ja. Ja, Alter, ist vorbei, Fahrschein! Fahrscheine! Fahrscheine! Ja, auch glaubt, dass ich einen in der Früh g***n habe, aber nach zwei Stunden im Bus und einer braunen Unterflagge habe ich festgestellt, nö, der morgendliche Stuhlgang wurde übersehen! Und sie plappert wieder rein. Ich war so froh, als er endlich zugestimmt hat. Also entweder ist der Haberer voll dicht oder er schläft. Hat das Huhn da gerade die Straße geschlafen, mit offenen Augen, ich mach mir Sorgen. Hier ist sie. Fahrscheine. Was? Fahrscheine. Weiter geht's! Warst du mal bei DSD? Ja, unbedingt, natürlich. Ich hab mich beim Bowlen auf die Oberschenkel gesetzt und hab mir was gewünscht zu den Weihnachten damals, ja? Fahren wir los. Sorry, ich konnte die letzten Tage nicht dabei sein, weil ich meine Freundin besuche. Hatten uns das letzte Mal vor einem Jahr gesehen? Ja, wir sind in einer Fernbeziehung. Achso, nein, ich glaub, ihr seid Nachbarn und seht euch halt einfach noch einmal im Jahr, weil ihr euch sonst nicht öfters aushaltet. War mir schon klar, wenn du was schreibst, dass du in einer Fernbeziehung seid. Jeder, was er will, ne? Ich tät's nicht aushalten. Wenn ich eine Frau habe, möchte ich sie regelmäßig befriedigen. Ein Jahr wird zu wenig sein. Und wenn ich ein Jahr lang meine Frau nicht sehe, hätte ich zu viel Schiss, dass ein anderer diesen Job währenddessen übernimmt. Deswegen, nö. Für mich war es nichts. Also, sprich, eine Fernbeziehung, wo ich nur einmal im Jahr hinkomme. Wo wohnt sie in Uelzmützgü? Oh, Alter, die Blähungen des Todes heute, Alter. Einsteiger, Aussteiger! Wiedersehen. Einen Einzelfahrschein, bitte. Wirklich? Ist das sicher? Du sagst tschüss bis in ein Jahr dann, ja? Ich will gar nicht wissen, wie viele andere Herberer da alleine gegelt haben in dem ganzen Jahr, was das nicht. Ah, ich hab nichts gesagt, klar. Ich bin's da vergönnt, das hört sich richtig romantisch an. Das Wetter ist einfach wundervoll. Im Erzgebirge in Sachsen. Gibt ja zu wenig Frauen in Österreich, verstehe ich voll und ganz, dass da eine im Erzgebirge sucht. Ja, jeder wie er will, wirklich. Lieber geht raus, aber ich tät's nicht machen. Ah, oh, Alter. So schier kommt die gar nicht Zeit, dass ich mir eine im Ausland suchen muss. Alter, haben wir es dann? Will noch wer eine? Alter, was ist ein Telefon, bitte, für Befriedigung? Ja, macht richtig Spaß. Schatzi, der huckt da im Wintermantel und sagt dann zu dir, ich bin nackert.
ich reib mir grad die und nebenbei mit der Bohrmaschine das realistisch hat. Nein, nee, nö. Da hab ich nichts davon, wenn sie mich geil macht, die will dann reinlunzen. Nein, ich mein, Entschuldigung. Meiner Meinung nach, jeder wie er will, Alter, wenn euch Telefon befriedigt, Alter. 090. Für mich war es nichts, außerdem bevor ich Telefonsex mache, für das gibt es schon so viele Seiten auf im Internet, Alter, da brauche ich kein Telefonsex mehr. Die Wand im Sonnstein ist so entspannt. Marzipania, fette Kinder, Zitme! Alter, heute hat's mich. Ich finde deine Videos einfach geil, Adrian. Dankeschön, freut mich natürlich immer wieder zu hören. Irgendwas wollte ich eigentlich gerade sagen. Telefon ist für Rentner. Hör auf, die hängen sich dann voll am Telefonkabel. Das kann ich mehr machen. Simba! Servus, Snape, alles klar? Der Rübser halt. Wie viele Leute sind wir überhaupt? Wisst ihr, wenn ich Ausstand hätte, würde ich mich ja dafür entschuldigen, gell? Aber. Ihr wisst, woran es scheitert. Ich habe letzte Woche den Mautnerhof besucht. Es ist schön, die Tiere dort zu sehen. Ja, wenn die Artgenossen wieder eingesperrt sind und du als einziger Freimann entlaufen darfst, das kann wieder, dass dir das gefällt. 253, AK Arctic Ocean. Aber nichts im Vergleich zu den Böden in Casinos. Heute werden sie irgendwie nicht mehr. Jetzt. Was will der von mir? Endstation aussteigen? Alter, was ist denn jetzt los? Meine erste Kotzen-Gulasch. Was für Schlagloch? Was? Nein, ich hab nichts gesehen. Du? Endstation. Nächster Halt. Warum? Da ist ich nicht. Ich muss bis zur Endstation weiterfahren. Was ist denn der Bullshit? Warum? Da muss man es halt. Luchi, was ist überdurchschnittlich? Ein Schwederschlagloch, es ist nicht normal. Repair auch, Arbeit, bitte. Alter, echt, Alter. Ich glaube, die arbeiten Leute in meinem Chat können nicht lesen und schreiben. Von Frauen kann man nichts lernen. Eine Nudelsuppen, das ist schon so sexistisch, dass ich die jetzt am liebsten wieder für den restlichen Stream verbannen würde. Ich schaue früh auf die Straßen, was willst du denn? Ich würde gerne mal von einer Frau lernen, wie das ist, wenn die Milch einschießt, weil egal was ich tue, bei mir schießt sie einfach nicht ein. Nein, Leute, jetzt ohne Scheiß, Alter, was wollt ihr alle jammern, Alter, Nudelsuppen? Nur weil die nicht einmal eine mit einer Grillzange angreifen würde, weil du wahrscheinlich eine hässliche Kreatur der Finsternis bist und stinken wirst wie ein Jauchenfassel, brauchst du jetzt nicht gegen einen haten, Alter. Bist du selber schuld, wasch dich ein bisschen, schmink dich, wenn sonst nichts hilft, Alter. Vielleicht findest du dann irgendwo in einem Güllefassl eine kurz vorm Aussaufen, den was treten kannst und weil sie bewusstlos ist, vielleicht ein bisschen anschmusen darfst. Hast du vom fantastischen Durchbruch von Professor Bulus Studenten gehört? Wahnsinn! Wo fahren ich eigentlich gerade hin, wenn man mir erklären kann, Alter, wo bin ich unterwegs? Gut, ich habe keinen Plan, wo ich bin, also fahren wir irgendwo hin, wo ich noch immer nicht weiß, wo ich hin muss. Ach, geh auf Zeiten da hinten. Da rechts haben, schaut's verdächtig aus, da schauen wir jetzt einmal auf. Bleib stehen, dankeschön. Wo geht's da eigentlich hin? Waldmanns Heil, ihr Abgeweih, ich geh jetzt da. Was will ich da herum eigentlich? Eine gute Frage. Das Poster für das Jazzfestival sieht so cool aus. Ja, Schatz, das ist eine Top-Abkürzung gewesen. Entschuldigung, was hab ich jetzt schon wieder hingemacht? Was für Reparaturkosten, Alter? Was ist zum Heuschau? Was reiten die? Jetzt muss ich zum Heuschauber. Die wissen ja gar nicht, was ich da soll. Mach mal einen Finder, was soll ich noch alles machen? Nudelsuppen,
Ich brauch nicht auf die Straßen schauen. Pass du auf, was du in meinen Chat schreibst. Das war gescheiter für dich. Ja, hallo? Ach, du bist das, Rüdiger. Ja, pass auf. Sie meine. Nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen. Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich brauche einen Haarschnitt. Nicht Haarschnitt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Ich hab grad in Krank. Wenn er nicht steppert, hat er gerade krank geredet. Hat gerade krank geredet, oder? Habt ihr das jetzt auch gehört oder hat man jetzt wieder ins Hirn gesch. Was war das jetzt? War das jetzt im. Ja, bei mir, Kohle hat's auch gehört. Hallo? Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. Ja, tschüss. Was ist denn jetzt los? Seit wann rennt denn der, wenn ich im Pausenmenü bin? Winterste, die können wir schon auf den Mützen haben. Dann beißt einer den Kopf ab und scheiße in den Hals. Nein. Mit meinen Nachbarn verstehe ich mich. Du musst dich noch gut stellen mit den Leuten. Meinst du, streamst du mit krank? Ja genau, fragst du ihn halt einmal, wenn er Zeit hat. Ich nehme mir die Zeit, wenn es war. Blöde Frage. Wann streamst du mit krank? Für den bin ich ein Schaß im Wind. Either way. Gestern sind meine Enkel mit mir zu Doris gegangen. Alter, ich muss schon pupsen. Das ist halt echt. Ich hab's gerade gesehen, also die. Oh! Alter, heute reißt es mich durch. Das wird halt noch eine gute Nacht. Ja, aber Killerzahl ist, jetzt habe ich das Spiel insgesamt, glaube ich, schon 15 Stunden gespielt. Ich hätte noch nie in Krank reingehört. Ich gehe nicht zum Jazzfestival. Es gibt keine Band, die ich unbedingt sehen will. Weiter geht's. Komm, lauf ein im Bus, dann schlage ich dich gleich aus Schneebrunzer. Was macht der Stuhlgang? Flüssiger als eh und je, mein Freund. Flüssiger als eh und je. Kunst 1 zu 1 so in der Feldspritze einfüllen, da wird nichts verklumpen, da wird nichts verstopfen, das wird einfach so ausgespritzt werden. Traumhaft, muss ich sagen. Jeder Bauer würde mir Geld anbieten für den Dünger, was ich momentan durch meinen Darm blase. Wirklich. Meine Fahrkarte nirgends finden. Der ist so fein, Alter, nicht einmal noch gescheit ausgesprüht, wachsen schon die Blärmel. Ja, ein Träumchen, Alter. Und wenn es beim Auswischen schon so brennt, als würdest du mit einem 100er Schleifpapier durchfahren, es gibt kein geileres Gefühl für einen Mau. Glaubt's mir das? Das ist so erotisch, ich krieg jedes Mal an, wenn ich mir meinen brennenden Arsch auswischen muss. Was ist deine Geheimformel? Scheiße fressen. Einfach alles fressen, was du findest, bis sie durchreißt. So, nächste Haltestelle gehen. Sehr schön. Gormstraße. Alter, da haben sie nur Alk. Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Ja, Gott sei Dank. Was ist denn? Seniorenkarten, alter Mann? Oder? Na klar, Tageskarten. Druck mal aus. 4,60 Euro, ich bin halt gnädig. Da kriegst du Trinkgeld dafür, dass du mal gehst. Hoffentlich bemerkt das niemand. Nein, wird keiner merken, du Dominos. Der Zweite. Gleich drei Seniorenkarten, Alter. Was bist du in einer Kommune oder was? Dass du gleich drei brauchst?
Danke, und jetzt schleich dich. Setz dich hin, bevor ich mich vergieß. Was für dich ist denn schon wieder zugeblieben? Sexuelle Blätteropfersaft am Tag hättest du immer gehabt, ja? Der Saft und sexuelle Blätteropfersaft am Tag, wie blöd muss das sein? Links, ja, sehr schön. So, wir haben 1 Minute Zeit und die Bus hält das wieder irgendwo in Uelzmützgü. Kirby XJ, danke für dein Follower, liebe Klaus. Ja, du armer, oh je, Kaiserschiss schaff ich aber nur, wenn ich so Blaststoffe filter, dass der Schiss noch meine hat. Ziege war letzte Woche bei Jasons Oh weh! Servus, Kollege! Einen wunderschönen wünsche ich. Ich glaube, ich krieg gleich drauf. Jupp, hat der Ampel übersehen. Blitz einer. Am meisten bin ich nicht schnell tragen. So, vorsichtig. Immer aufpassen, wer Vorrang hat, sehr schön. Oh, über die Geschwindigkeitshügel drüber breitern. Hit the speed bump, Alter! Hit the speed bump! Das war ein geiler Text, nur. Hit the speed bump, ja! Steil bleibt, super, danke, aus, ein. Zu uns, Leute, alles okay bei euch? Ich hab schon gar keinen Bock mehr auf der ganzen alten Taudeln. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Das hätte man schon voll denken können, dass du nicht da bist, dass du ein paar Eisdicken wirst. Tüten. Haha, 4. Tageskarten, gleich 2, du wilder Hund. Ja, hat lang gleich wieder 9 Euro Wechsel gehört. Ich weiß nicht mehr, was in dem Kind hat der Leidenschaft passiert. Ich hätte weiter Frauen. Ich möchte mehrere Fahrkarten. Eva, was ist mit, naja? Irgendwer trat schon wieder mit der Mucke am Radl. Er steppert da rein, so mein Kopfhörer, die Cynthia! Ist das wirklich so laut? Ja! Hier. Vorschein, danke! Vorschein! Wir müssen weiter da, wenn wir bei der Zeitdruck. Ja, sehr schön. Ja. Nicht hinsetzen, du dummer Hund! Du sollst kontrollieren! Ich hab sie doch schon gezeigt. Okay. Hier. Hier ist sie. Klar, hier. Hier. Bitte. Du geile Butterblume! Aber Enkel, schneller! Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ja, da war schon wieder einer. Und die rote Ampel ist schon wieder drin. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Das weiß ich auch nicht. Was in deinem Kopf so vorgeht, möchte ich auch nicht wissen. Mehr. Blood Shadow, danke für dein Abo, Liebe geht raus. Servus. Lang nicht mehr gesehen, gleich wieder kennt. Gut, schaust du aus, hast gespielt. Konkreter Blinkersetzer, sehr schön. 40 Sekunden für die nächste Busseite, stell, gehen wir Gas. Speed Bump. Ja, doch, der Speed Bump. Benjamin Blümchen. Was? Darf ich mein Meerschweinl Markwein nennen? Ich werde gleich mit meinem Knie dein Gesicht bügeln, aber was willst du denn dein Meersau Markwein nennen, Alter? Mach was glaubst du, mir ist wurscht. Ich lern's ja nicht kennen. Ausgegangen. Scheiße, fragt sich alle, wie es meinem Mann geht, Alter. Ich will nicht den ganzen Tag drüber reden, dass es mich seit einer Woche durchreißt. Aber es ist cool, dass ihr euch immer alle Sorgen macht, wirklich. Liebe geht raus an meine geile Community. Tschüss. Haben wir jetzt die 158.000? Hey!
Wobei den Bus ja schon erhob, den muss ich eigentlich kaufen wollte, also von dem her. Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Das freut mich für die. Nias und eine Herzinfarkt kriegen sie ja nicht. Brauchst du einen Vorschein, Alter? Schau da an! Ja, das freut mich für dich, Alter. Ich hab auch noch nie wen gesehen, der was sich selber das Busfahren freut, aber okay. Es gibt für alles Leute, Alter. Nachdem sie sich zwei Line Koks gezogen hat, Alter, und zwei Tabletten LSD eingeschmissen hat, macht ihr sogar das Busfahren Spaß, der dumme Nuss. Sehr schön. So, alle eingestiegen? Böp, böp, fein. Oh, wir müssen... Ah! Wuhu! Das war jetzt mehr wie knapp. Irgendwie haben den Bus echt einen weiten Bremsweg, verstehe ich nicht sowas. Also wenn ich mit meinem 50-Kubik Moped in die Eisen gestiegen bin, bin ich schneller gestanden. Da hinten hyperventiliert gerade eine. Einsteigen, aussteigen, duschen halten, weiter geht's! Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Normale Karten, einfache Karten, ein Stück, 2,80 Euro, wunderbar. Da frisst es. Nächster, Seniorenkarten, einfache Karten, ausdrucken. 8,20 Euro, ja, besta, Deppertillei. Wo ist die Inflation? Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, was jetzt denn sonst braucht? Dein Weißbügel ist da nicht, du heilischer Bracken. Ist klar, dass du darin eine Fahrkarte brauchst. Ich bin weder Fetzenmarkt, noch Eisverkäufer, noch Friseur, oder ich streichel da nicht dein. Was wirst du denn brauchen in einem Bus? Dankeschön. Ehre, Timo Pascal. Passt, haben wir wieder alle, sehr schön. Hopp geht die wilde Fahrt, hey. Hands up, then we gonna drop.